Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist mal wieder soweit. Nichts Neues geht in eine neue Runde. Und für heute hatte ich ja im Vorfeld kein Thema angegeben, sondern euch dazu aufgerufen, mir Themenvorschläge zu schicken. Einige haben das ja noch tatsächlich gemacht. Und ihr werdet eine Auswahl aus diesen dann hier demnächst auch sehen. Der eigentliche Grund dafür, dass ich heute so ein Geheimnis um das Thema gemacht habe, ist aber der, dass ich euch ein bisschen austricksen wollte. Denn heute wird nicht angerufen, heute wird einfach nur mal zugehört und aufgepasst. Ihr bekommt von mir nämlich eine Lektion erteilt. Und zwar... Blitz Basics, blitzschnell erklärt. Ihr bekommt einen kostenlosen Crashkurs zum Thema Blitzen. Es handelt sich dabei um ein Thema, das ich selber viele Jahre vor mir hergeschoben habe und äh, wie so viele von uns hatte ich selber mal mit einem Blitz herumprobiert. Die Ergebnisse, die waren einfach nur schlimm und äh, der Blitz, der verschwand dann auch wieder im Schrank, bis ich mal den inneren Schweinehund dann auch besiegen konnte und mich mit dem Thema dann auseinandersetzte und es war für mich das wichtigste, was ich als Fotograf bislang gelernt habe. Ja, es ist tatsächlich legitim, das so zu sagen. Es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach, wenn man ein paar Grundlagen kennt. Und eben diese Grundlagen, die möchte ich euch heute hier vermitteln. Ich gebe seit einigen Jahren noch Workshops zu diesem Thema und äh, mein Anfänger-Blitz-Workshop, das ist mit Abstand der beliebteste. Bleibt also auch dann dran, wenn ihr bislang äh, vielleicht kein Interesse oder aufgrund schlechter Erfahrung keine Freude daran hattet. Was ich euch heute hier zeigen werde, das wird euch ein tolles äh, Theoriefundament bieten, auf dem ihr euch ganz alleine weiterentwickeln könnt. Bei mir war das mal genauso und ich ärgere mich noch heute, dass ich wirklich nicht viel früher damit angefangen hatte. Ich hoffe, dass ihr mit meinem taktischen Zug heute ähm, ja trotzdem happy seid, dass ich auch diejenigen ins Boot holen kann, die vielleicht nicht eingeschaltet hätten, wenn sie gewusst hätten, worum es geht. Nächsten Sonntag geht es dann wieder wie gewohnt weiter, aber auch da wird es eine ganz tolle Neuerung geben. Etwas, worauf ich schon lange warte, seitdem ich diese Sendung hier mache, also seit vielen, vielen, vielen einigen Wochen, und ähm, mehr dazu äh, und zum Thema in der nächsten Woche dann am Ende dieser Sendung. Bevor ich jetzt aber loslege, schaue ich mir mal mal in die Kommentare, denn da hat sich auch schon einiges getan und ich glaube, ich habe auch schon bekannte Namen da gesehen. Also einen kleinen Moment dafür. Wir haben den Robert Wogenrieder aus Bayern, wir haben den Martin Meyer aus Karlsruhe, Simon Schmitz ist da aus Moskau. Dörte ist auch wieder da aus Kiel. Ähm, wir haben den Ocean Driver dabei. Ich glaube, das ist heute zum ersten Mal vom Niederrhein. Anna Weber ist da. Hallo Anna. Ähm, aus Regensburg. Stefan ist da aus Frankfurt. Andre Torenmeier ähm, ist mit einem Ohr dabei. <laughs> ich frage jetzt nicht, wo das andere ist. <laughs> Und äh, der Dieter Noll ist auch dabei, diesmal von der Bremer Förde. Die Romana ist wieder da aus Hamburg, der Jürgen Maletzki ist da. Äh, super Thema, <laughs> schon mal einer, der dranbleiben wird. Dann der Ingo Kleber. Früher hat man am Sonntagmorgen auf die Sendung mit der Maus gewartet, jetzt wartet man auf nichts Neues. Ja, ähm, gut, das ist dann aber ein, der ultimative Ritterschlag, äh, wenn man irgendetwas mit der Sendung mit der Maus vergleicht. Das wäre der ultimative Ritterschlag, weil etwas Besseres als die Sendung mit der Maus gibt es nicht. Ähm, super Thema, passend, sagt Romana. Der Peter Stutz ist da aus der Schweiz. Hallo. Ähm, dann haben wir den Werner aus Bayern. Wir haben Miguel wieder dabei aus Israel. Klingt übrigens, schick mir mal deine Adresse, weil du bekommst von mir eine Flasche. Ähm, Nichts Besonderes zugeschickt. Nichts Besonderes ist eine Biersorte, die ich von einem meiner treuen Zuschauer, dem Bernhard, zugeschickt bekommen habe. Selbstgebrautes Bier, letztes. Und vorletztes Mal verteilte ich dieses an die Anrufer und äh, Gil war auch dabei und meine Güte, ich habe es versprochen, also halte ich mich dran, die Flasche geht nach Israel. Schick mir deine Adresse. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben Klinke-Fotografie, äh, da geht uns heute ein Licht auf. Ach, Wortwitz, ich liebe Wortwitz. Sven Röder ist dabei und äh, er ist mit zwei Ohren sogar dabei, das finde ich gut. Ähm, dann äh, haben wir noch äh, e. e.gras aus Berlin e. Hallo und nur für mich äh, der weit aus Espelkamp Espelkamp wo liegt das noch nie gehört äh, Martin Stehr aus Saarbrücken ist da das weiß ich wo liegt gut sind ja doch schon einige Leutchen da und es gab auch ähm, das ein oder andere positive schon zu diesem Thema also wirklich auch diejenigen die jetzt vielleicht noch äh, mit dem Thema hadern lasst euch überzeugen weil das ist echt eine tolle Sache und ähm, Eben mit Blitzfotografieren ist super, super einfach. Was habe ich dafür vorbereitet? Es gibt von mir eine Präsentation zum Thema und ähm, ich werde euch auch eine ganz tolle Software zeigen und ich werde euch einen ganz tollen Instagram-Account äh, zu dem Thema zeigen. Und ähm, mit diesen Mittelchen seid ihr dann wirklich äh, super vorbereitet, um euch auf diesem Gebiet ein bisschen auszutoben und auch mal zu gucken, was kann das für euch eben bringen. Also, without... Further ado, wie man auf Englisch sagen würde, würde ich dann jetzt mal gerne in meine Präsentation reinrutschen und äh, euch vielleicht erstmal, ähm, ja, erstmal. Äh, so ein bisschen den, den Grund dafür geben, warum soll es man eigentlich blitzen? Und die erste Frage ähm, beantwortet man da dann auch schon mit einer Gegenfrage, indem man einfach sagt, warum nicht? Denn man blitzt nicht, weil man blitzen muss, sondern man blitzt, weil man blitzen will. Das ist so das Erste, was man vielleicht lernen muss bei dieser ganzen Sache. Und ähm, weil bisher hieß es ja eigentlich für euch immer nur, äh, ich blitze, weil es zu dunkel ist, brauche ich Licht so. Aber Blitz dient eigentlich gar nicht dazu, um Licht zu machen, auch wenn das jetzt vielleicht komisch tönt, aber Blitz dient dazu, um Schatten zu machen und um Licht zu kontrollieren. Also das Licht, was wir schon haben, wir können also das ähm, Blitzlicht nicht zwingend äh, als Hauptlichtquelle nutzen und wir können damit auch vorhandenes Licht ergänzen oder wir können auch ähm, vorhandenes Licht verbessern. Auch in dem Foto, was ihr hier vorne zum Beispiel seht, das ist ein kanadischer Künstler. Den habe ich im Hotelzimmer porträtieren dürfen und ähm, an, an diesem Tag war es einfach verdammt dunkel draußen. Und was haben wir gemacht? Wir sind einfach vorne vor das Hotel gegangen und ähm, haben einen Blitz äh, auf ein Stativ hochgefahren vor das Fenster und haben quasi künstliches Tageslicht in dieses Fenster rein. Äh, oder in, in dieses Hotelzimmer reingeschmissen. Und wenn man jetzt dieses Foto so sieht, dann würde man nie und nimmer glauben, dass das mit Blitz gemacht wurde. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der, der Haupt, äh, oder das, das Hauptziel bei der Arbeit mit Blitz, dass man das so macht, dass man eigentlich gar nicht sieht, dass es mit Blitz gemacht wurde. Und ihr werdet eure ersten Erfahrungen gemacht haben mit ähm, eingebauten Aufklappblitzen. Die sind eigentlich mehr oder weniger völlig ungeeignet. Ein Blitz gehört nicht auf die Kamera. Sondern ein Blitz gehört einfach dahin, äh, wo von wo aus man eben noch eine Prise Licht oder auch das Hauptlicht ins Bild reinschicken möchte. Und das ist eigentlich in keinem Fall auf der Kamera. Diese Aufklappblitze oder diese, diese Aufsteckblitze auf den Kameras, die kommen aus der Pressefotografie, wo man wirklich einfach nur irgendein Nutzlicht braucht und, und wo man nicht äh, jetzt in, in irgendeiner Form sich, sich darum kümmern muss, dass es ein. Schönes Licht ist, was was man da bekommt. Und äh, ich bin mir sicher, weil bei, bei mir war das so, bei vielen, die in meine Workshops kommen, war das auch so. Die haben mal halt den Aufklappblitz oder den eingebauten Blitz in irgendeiner Kompaktkamera ausprobiert oder vielleicht irgendeinen teuren Blitz gekauft, weil sie dachten, okay, damit ähm, wird es dann mit Sicherheit besser aussehen und haben dann halt den teuren Blitz oben auf die Kamera gesteckt, äh, Fotos gemacht und es sah trotzdem scheiße aus. Und äh, ja. Das liegt einfach daran, dass der Blitz eben nicht auf die Kamera gehört, denn diese kleinen Aufklappblitze, die reichen allenfalls dafür aus, um äh, mal so ein bisschen äh, Lichtakzente in die Augen zu kriegen oder um vielleicht eben wie hier in diesem Beispiel äh, mal ein Porträt von, von jemandem zu machen, damit man am nächsten Tag noch weiß, äh, wo man seine Schuhe abholen muss oder so. Und ähm, sie sind halt auch dazu äh, nutzbar, um andere Blitze optisch auszulösen. Was das bedeutet, das erkläre ich euch noch. Aber die sind in, in, in jeder Form zu schwach, zu klein und äh, eigentlich, eigentlich absolut ungeeignet. Und dadurch, dass sie eben so nah am Objektiv sind, ähm, wird das Licht quasi auf der gleichen ähm, optischen Achse rausgesendet, wie es auch wieder in die Kamera zurückfällt. Und äh, deswegen gibt es dann eben die roten Augen bei den... Ähm, Fotos. Viel besser sind äh, Systemblitze und äh, bei den Systemblitzen, da, da braucht es eigentlich überhaupt nicht viel. Äh, es gibt sehr, sehr günstige Systemblitze. Ihr habt, ihr habt die gerade in den Bildern gesehen, dass äh, ich mit, mit Kaktusblitzen arbeite, das tue ich immer noch. Und äh, auch wenn ich Kaktusblitze nur noch bedingt empfehle, es liegt einfach daran, dass der Hersteller ähm, diese Blitze nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt auch teure Blitze, äh, wie, wie diesen hier von, von Fujifilm. Der liegt bei knapp um die 500 Euro, glaube ich. Der hat da noch ein paar Dings und Dongs mehr, die man eigentlich aber gar nicht braucht. Und äh, das ist auch so ein Punkt, worauf ich heute hinaus will, dass. Äh, Licht ist Licht. Das heißt, ihr müsst keinen teuren Blitz kaufen, damit ihr vernünftige Blitzlichtfotos machen könnt. Weil ähm, das Wichtige beim Blitz ist, dass Licht rauskommt. Und äh, bei mir lernt man sowieso nur das manuelle Blitzen. Das heißt, ihr seid sowieso in jeder Situation Herr der Lage. Ihr werdet ein paar ganz wenige, aber wichtige Sachen lernen und könnt dann wirklich auf teure TTL-Blitze oder sonst was Blitze verzichten. Ihr braucht einfach nur einen Blitz, der einen sogenannten Mittenkontakt hat. Das hat jeder Blitz, das, also der Mittenkontakt. Das ist eben dieser jetzt habe ich das hier zu, zu fest angedreht. Moment, ich kriege das schon noch ab oder nein, hier kann ich euch das nein, hier kann ich euch das nicht zeigen. <laughs> ähm, ein Mittenkontakt ist einfach der größte Kontakt im Blitzschuh und auch der größte Kontakt und in diesem Falle hier sogar der einzige Kontakt am Blitz. Das heißt, wir haben hier nur ein so ein Ding, so einen Dorn, das ist der Mittenkontakt und über diesen Mittenkontakt bekommt der Blitz die Information feuerfrei, mehr nicht, auch nicht weniger. Also, ähm, eben, diese, äh, diese Systemblitze, die sind noch dazu, äh, wenn man mal wirklich mehr Ausbeute braucht, lassen sie sich kombinieren, wie ihr da in diesem äh, Bild da sehen könnt. Und ähm, die diese Möglichkeit, einfach äh, diese kleinen Systemblitze miteinander zu kombinieren, bietet auf der einen Seite natürlich mehr Lichtausbeute, auf der anderen Seite könnt ihr aber so eine Kombination auch wieder auseinandernehmen. und wenn ihr mit vier so Systemblitzen unterwegs seid, die nehmen auch nicht mehr Platz weg als äh, ein äh, großer Studioblitz, nur habt ihr hier jetzt die Möglichkeit auch mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt in meiner Softbox oder als Hauptlicht brauche ich jetzt nur zwei von diesen Dingern und die anderen beiden, die nehme ich mir da raus und die benutze ich ganz einfach, um irgendwo im Hintergrund noch Lichtakzente zu Setzen. Das ist häufig so, wenn man in irgendwelchen dunklen Kaschem fotografiert, dass man hinten zwar noch vielleicht was Schönes im Hintergrund hätte, aber man hat ja nur einen Blitz dabei und muss sich dann halt dafür entscheiden, wie mache ich das. Und meistens äh, belichtet man dann natürlich mit diesem Blitz für das, für das Hauptobjekt äh, und dann geht halt der ganze Hintergrund flöten. Und äh, mit eben so einer Variante hier äh, wäre es halt möglich, mit mehreren Blitzen zu arbeiten. Ich habe mehrere Blitzen in einer Softbox, wenn ich sie brauche, aber ich kann sie halt auch auseinandernehmen und ähm, kann halt dann äh, auch mit vier einzelnen Blitzen arbeiten und die auch einzeln auch ansteuern. Das ist also wirklich eine super Methode, die man mit so großen äh, Studioblitzen oder mit mobilen Blitzgeräten äh, ähm, im, im Studioblitzformat eben auch nicht machen kann. Hinzu kommt noch, dass eben diese Blitze wirklich sehr, sehr günstig sind. Also diese Kaktusblitze, die kosten, glaube ich, 100. 50 Euro oder so und bieten wirklich exakt die gleiche Lichtqualität wie meine teuren Canon-Blitze, die ich vorher hatte. Und ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr euch für solche Aufsteckblitze entscheidet. Es gibt eine sogenannte Leitzahl. Das ist ein Wert, der angegeben wird und der sich oft auch aus der Typenbezeichnung eines Blitzes ableiten lässt. Zum Beispiel der, die Canon 680, die haben einen Light, eine Leitzahl von 68 und so. Aber, und da müsst ihr aufpassen, diese Leitzahlangabe, es ist nirgendwo vorgeschrieben, ähm, bei welcher Zoomeinstellung des Blitzes diese Leitzahlangabe gemacht werden muss. Und bei Nikon ist es zum Beispiel so, die ähm, geben diesen Wert für 35 mm an. Bei Canon ist es so, die geben den Wert für den maximalen Zoom von, ich glaube, 200 mm oder so an. Und äh, das ist also auch nochmal sehr irreführend. Und äh, lasst euch von diesen ganzen Zahlen nicht blenden, sondern kauft einen möglichst großen Aufsteckblitz. Weil äh, man, man könnte sagen, dass ein großer Aufsteckblitz auch äh, verhältnismäßig viel Power hat. Und äh, damit ist es dann eigentlich auch schon getan. Also jetzt nicht irgendwelche teuren Blitze kaufen, sondern äh, Godox ist ein super Anbieter, machen, machen wirklich ganz tolle Sachen. Auch Fujifilm kompatibel für diejenigen, die mich über meinen Fujifilm-Kanal kennen. Und äh, von, von, von Godox gibt es mittlerweile auch ähm, Blitz, äh, Systemblitze, die zu vielen verschiedenen Kamerasystemen kompatibel sind, wenn man denn im Automatik-Blitz-Belichtungsmodus shooten will, aber das wollen wir ja nicht und äh, wie, wie ihr das manuell lösen könnt, das äh, zeige ich heute vielleicht noch mal kurz ein paar Punkte zum Thema Systemblitz, als Aufsteckblitz. Ähm, wenn er wirklich auf der Kamera drauf ist, dann kann man ihn nicht als kreatives Element äh, nutzen, weil das Licht eben rein äh, von der falschen Seite wieder, wiederum kommt, also von, genau von vorne und ähm, Eben diese automatische Blitzbelichtung, TTL genannt, die ist auch nur dann sinnvoll, wenn man äh, wirklich im Paparazzi-Bereich arbeitet. Wenn ich irgendwo in, in dunklen Gängen darauf warte, dass irgendjemand äh, zu einer Tür rauskommt und ich brauche einfach ein Foto von dieser Person, dann kann ich mit TTL arbeiten, mit dieser automatischen Bl Blitzbelichtung, aber auch wirklich nur in solchen äh, Situationen. Ein kleiner Vorteil, den man durch diese Systemblitze auf der Kamera hat, weil die eben größer sind, ist eben der Blitzkörper weiter weg von der optischen Achse und man hat dann weniger mit roten Augen zu kämpfen, aber da, so ganz weg sind die dann auch nicht und das wäre jetzt auf keinen Fall ein Argument dafür, jetzt doch ähm, mit dem Blitz auf der Kamera zu arbeiten. Also das ist wirklich Murks. Merkt euch das. Ähm, Jetzt äh, noch kurz ein äh, Foto, das ich euch gerne zeigen möchte. Das ist übrigens auch von, von, von dem Instagram-Account, den ich euch nachher noch ähm, präsentiere. Äh, hier seht ihr mal, was man für coole Fotos machen kann. Einfach nur mit einem Systemblitz, der eben nicht auf der Kamera steckt, sondern in so einem popligen Schirm quasi. Und ähm, das vielleicht auch noch mal so als, als kleine Ermutigung, weil ich glaube, viele von euch werden jetzt sagen, hä, kann doch gar nicht sein, weil ich habe das ja auch mal ausprobiert und sah ja nicht annähernd so aus. Doch mit den richtigen Einstellungen, und wenn man so ein bisschen weiß, was Licht macht, was Licht kann, was es nicht kann, dann äh, bekommt ihr auch solche Fotos mit einem ganz popeligen äh, 100 Euro Aufsteckblitz hin und äh, mit so einem 30 Euro Durchlichtschirm. Überhaupt, äh, wenn ihr euch ähm, Equipment hoppla falsche Taste, wenn ihr euch Equipment kaufen wollt dann ähm, legt euch einen Systemblitz zu, es kann ein ganz billiger Systemblitz sein, der muss kein TTL können. Ähm, legt euch einen passenden Sender dafür zu. Also es gibt von Kaktus zum Beispiel, gibt es so ein, so ein System mit so einem Sender, der kommt dann auf die Kamera drauf und dann habt ihr diesen Blitz. Und diese beiden Sachen zusammen, die gibt es, glaube ich, für 200 Euro oder so. Gibt es von Godox, glaube ich, sogar noch günstiger. Es gibt äh, auch noch, noch günstiger. Also wirklich, wer, wer voll am Zweifeln ist, ob das was für ihn ist, der soll sich was ganz Billiges kaufen. Hauptsache ein Sender, dass man den eben drahtlos auslösen kann über Funk. Bitte nicht optisch, aber da komme ich gleich noch zu. Und ähm, eben einen Durchlichtschirm und kauft euch einen ganz billigen Reflektorschirm. Ein Reflektorschirm, das sind eben die Schirme, die außen schwarz und innen weiß sind. Kauft keinen, der silber ist, weil dieses Silberne, diese silberne Reflektionsfolie, die macht kein wirklich schönes Licht und hat immer so einen leichten Blauton auch drin, sondern kauft einen Reflektorschirm mit einer weißen Innenbeschichtung und kauft einen weißen Durchlichtschirm und damit seid ihr dann erstmal super ausgestattet, wenn es darum geht, eben ähm, solche Sachen zu machen. Jetzt kommen wir mal zu dem Instagram Account und ihr merkt, ich gebe ein bisschen Gas, weil ich muss das in einer Stunde durchkriegen. Aber da können wir sicherlich auch gerne noch mal ein anderes Mal auch noch mal drüber sprechen. Und es gibt von mir auch ein detailliertes äh, Video zum Thema Blitzen mit Fuji. Das wird wahrscheinlich eine Rei Reihe sein von zwei, drei. Videos ähm, jetzt äh, auch nicht wundern, wenn ich sage für Fuji, äh, die Sachen, die ich da zeigen werde, die werden anwendbar sein auf, auf sämtliche andere Kamerahersteller auch. Also da sind wir dann auch wieder bei meiner Aussage, Licht ist Licht. Also da gibt es wirklich keine Unterschiede. Der Instagram-Account, den ich euch zeigen möchte, der heißt Lightshapers. Und ähm, bei Lightshapers handelt es sich um einen Account, der ähm, nicht selber ihre Fotos machen, sondern die, äh, wie nennt man das, die, die sammeln Fotos, äh, tolle Blitzfotos und erklären dabei aber auch immer, wie die gemacht wurden. Also es gibt immer Behind-the-Scenes-Shots und ähm, es gibt auch äh, ziemlich unterschiedliche Bilder auch, äh, also Bildarten. Ähm, und äh, bei, bei einigen dieser Bilder seht ihr auch wirklich die, die Werte notiert. Mit, mit welchen die Kamera da gerade eingestellt war. Das ist nicht unbedingt aussagekräftig, aber bei einigen werdet ihr dann sehen, dass zum Beispiel die Verschlusszeit der Kamera über der eigentlich maximalen ähm, Kameraverschlusszeit, äh, Blitzsynchronzeit äh, dieser Kamera liegt. Und ähm, daran sieht man dann, dass da eine spezielle Technik verwendet wurde, die nennt sich HSS, das ist das High Sync. Äh, ähm, ISS High Sync. <laughs> wie geil. Ist mir jetzt entfallen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist, ist das eine Technik, die es ermöglicht, mit einer weitaus höheren Verschlusszeit äh, zu, zu blitzen, als wie das normalerweise möglich wäre. Und warum das so ist, das zeige ich euch auch gleich noch. Aber eben hier wirklich die, dieser äh, Tipp, euch diesen Instagram-Account mal zu abonnieren und euch da mal ein bisschen umzuschauen, denn da findet sich sehr viel Inspiration. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel mit äh, sehr viel Informationen dazu und ähm, ja eben auch noch mal den den ganzen Aufbau und äh, was ich auch interessant finde im Video wird da übrigens auch ähm, äh, angesprochen was ich sehr interessant finde hier ist auch dass man mal sieht wie popelig die Aufbauten doch manchmal sind weil man stellt sich hinter irgendwelchen Fotos oft äh, eine komplette Studio Crew vor mit äh, was weiß ich wie vielen Lampen aber das ist oft wirklich super simpel und ähm, ganz oft werdet ihr auch sehen, dass äh, solche Aufbauten wirklich nur aus, aus einem oder aus äh, zwei Blitzen bestehen. Und, und das war es dann auch schon. Also man braucht wirklich nicht viel Equipment. Und ähm, das Know-how, was man braucht, ist für den Anfang, das sind heißt wirklich nur Basics. Und das, was man dann später dazu lernt, das sind wirklich Sachen, die äh, schafft man sich selber ganz einfach drauf, indem man mit Blitz arbeitet. Und äh, ich möchte halt heute dafür sorgen, dass eure ersten Gehschritte oder eure zweiten Versuche, wer es schon mal versucht hat, dass die viel bessere Ergebnisse bringen und dass ihr dann auch ermutigt seid, damit auch weiterzuarbeiten. Denn Blitz ist eine ungeheure Bereicherung für eure Fotografie. Gehen wir mal weiter zum Thema ähm, High Speed Sync. Danke. <laughs> ich ich wäre sonst diese Nacht irgendwann um 4 Uhr wach geworden und hätte High Speed Sync gerufen. Also das, äh, ja, finde ich gut. Danke, Jakob. Ähm, so, TTL. Kurz, was bedeutet das? Ähm, ich halte nichts von TTL und ähm, das aus einem. Aus mehreren Gründen, aber es gibt einen Grund, der wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Aber gehen wir mal die Sache durch. ETTL ist, das ist eine automatische Blitzbelichtung. Das ist so ähnlich wie, wenn wir den, den Auto-Mode an unseren Kameras aktiviert haben, dann wird halt hier auch automatisch die Blitzstärke eingestellt. So. Ähm. Diese Technik kommt aus der Paparazzi-Fotografie. Das, das ist eine reine Pressefotografen-Geschichte und vielleicht auch bestimmte Hochzeitsfotografen, die im absoluten gefühllosen Reportagestil arbeiten, die können damit auch noch äh, durchkommen. Und es gibt wirklich sehr wenige Situationen in, äh, bei einer Hochzeit wo ich das vielleicht mal in Erwägung ziehen würde. Das wäre, wenn etwas völlig Unvorhergesehenes passiert und wenn etwas passiert, von dem ich einfach nur Bilder brauche, wo ich keine schönen Bilder für brauche, sondern wo ich einfach nur das für die Nachwelt festhalten muss. So. und äh, sonst gibt es wirklich keinen Grund für TTL. Es ist hier steht ungeeignet für anspruchsvolle Belichtungssituationen. Es ist ungeeignet für indirektes Blitzen. Klar, man kann mit TTL indirekt blitzen, aber die Messung stimmt dann eben nicht. Und es ist auch ungeeignet für die, Ver für die Verwendung von von Lichtformen, Schirmsoftbox Softbox äh, äh, etc. Es ist einfach wirklich eine ähm, ja äh, technische Notlösung, würde ich mal sagen, für Situationen, in denen man einfach nur Licht braucht. Ähm, hinzu kommt, dass es unterschiedliche Messungen je nach Kameratyp und Kamerahersteller und Kameramodus auch noch gibt. Es gibt ja verschiedene Modi: M, AV, v, P. Äh, in, in, in jedem dieser Modi wird irgendwie anders äh, gerechnet, wird der Hintergrund anders gewichtet von der Helligkeit, von der Belichtung her. Und ähm, das ist also wirklich für die Wurst. Äh, arbeitet nie damit und äh, kauft vor allen Dingen keinen Blitz, nur weil dieser TTL kann. Weil das ist ein Mittel, was ihr, wenn ihr das wirklich so lernt, wie ich euch das heute hier zeige, ähm, einfach nicht mehr nutzen werdet. Ich hatte vorhin gesagt, ihr solltet euch auch einen ähm, Sender zulegen, damit ihr das Ganze drahtlos auslösen könnt. Das nennt sich entfesseltes Blitzen. Und ähm, passt auch wirklich auf, wenn ihr euch im Internet schlau macht über das Thema Blitzen, äh, achtet darauf, dass die Beiträge, die ihr seht oder die Videos, die ihr schaut, dass die nicht schon zwei, drei, vier oder, oder mehr Jahre alt sind. Denn damals hat man tatsächlich auch anders gearbeitet und heute hat sich das alles halt ein bisschen noch verändert. Und. Ähm, auch viele der Produkte, die in älteren Videos vorgestellt werden, die sind einfach nur Quatsch. Ein bestes Beispiel dafür für etwas, womit einer Millionen gemacht hat und äh, was absoluter Quatsch ist, das sind eben diese Dinger hier. Ich glaube, jeder hat so diesen Fehlkauf schon mal gemacht, dass sich einen Blitz gekauft hat, weil das ist ja ein Diffusor und wir, wir lernen ja irgendwann, dass diffuses Licht, das weiches Licht und ähm, Weiches Licht ist schöneres Licht. Und wenn man dann auch wirklich einen Direktvergleich macht, man macht ein Foto ohne sowas und dann mit sowas, dann sieht dann tatsächlich auch das Foto nicht ganz so scheiße aus mit dem Ding. Und das hat aber einen einzigen Grund. Dieses Teil hier lässt einfach viel weniger Licht durch. Und wenn weniger Licht durchkommt, sind auch die Schatten nicht mehr so krass. Und deswegen sieht das dann weniger schlecht aus, wenn ich es hier mitmache, als ohne. Viele argumentieren noch, dass man das ja dafür benutzen kann, um so schöne Spitzlichter in die Augen zu zaubern, wenn man mit äh, indirektem Blitzlicht, also wenn man den Blitz gegen die Decke ähm, blitzen lässt, äh, arbeitet damit dann eben in den Augen noch ein kleines Spitzlicht ist. Aber jeder vernünftige Blitz hat eine solche Karte, die man rausziehen kann, an der Seite. Und die dient eben genau dafür. Das heißt, äh, man kriegt sowas auch ohne sowas hier hin. Und ähm, ja, also wer sowas hier hat, ähm, weg damit, weil das äh, ist einfach. Völlig überflüssig. Ähm, wenn es um drahtlose Übertragungsmöglichkeiten geht, dann gibt es einmal den optischen Weg. Da ganz links auf dem Bild, da seht ihr eine äh, Fotozelle. Äh, früher haben wir uns das selber löten lassen und heute gibt es das zu kaufen. Kostet wirklich ganz wenig, ich glaube 10 Euro oder so. Habe ich bei Amazon mal gesehen. Und ähm, dieses, diese Fotozelle da vorne, die macht nichts anderes, als dass sie schaut, ob irgendwo im Raum ein anderer Blitz blitzt. Und wenn dem so ist, dann. Lässt sie einfach den Blitz, der auf dieser Fotozelle oben drauf gesteckt wird, äh, mitblitzen. Das ist eine sogenannte optische Auslösung der ganz einfachen Art. Die funktioniert in geschlossenen Räumen, kann man sowas machen. Aber ähm, da gibt es dann auch diverse Risiken, werde ich gleich noch eine Anekdote zu erzählen. Es gibt diese ähm, optischen, diese, diese, ähm, diese äh, optischen Sensoren auch in normalen Aufsteckblitzen und zwar verbergen die sich hier hinter dieser Kunststoffscheibe. Da sind die. Und wenn ihr eben optisch auslösen wollt, das heißt, wenn ihr jetzt einen Blitz äh, auf der Kamera habt und ihr habt im Raum noch mehrere Blitze und ihr wollt, dass die mitblitzen, dann müsst ihr dann aber dafür sorgen, dass eben dieser, dieser optische Sensor so gedreht ist, dass er eben in Richtung des Hauptblitzes, der den ja steuern soll, äh, einfach steht. Deswegen, deswegen kann man das ja auch drehen. Und äh, sorgt dann einfach dafür, dass es eine optische, direkte ähm, Sichtlinie ähm, gibt zwischen dem Hauptblitz und eben diesem Sensor. Dann funktioniert das Ganze. Das funktioniert in geschlossenen Räumen. <laughs> Aber ähm, ich, ich werde das nie vergessen, ein Freund von mir hat auf einer Hochzeit in einer Kirche mal fotografiert und er hat vorher äh, mit, mit dem Pfarrer besprochen, ob es in Ordnung wäre, dass er verschiedene Blitze noch... Ähm, am, am Altar, was weiß ich, irgendwo in der Kirche verteilt, auf, auf Stativen und so. Und er hatte halt den Plan, diese optisch auslösen zu lassen. Und ähm, hat das dann auch ausprobiert, funktioniert auch wunderbar. Und während der Trauung war das dann aber so, dass komischerweise seine Bilder alle unterbelichtet waren. Und die Fotos äh, einer Oma aus der ersten Reihe, die waren aber alle immer super belichtet. Und die freute sich wie Hulle über ihre toll belichteten Fotos. Und später... Stellte sich dann halt heraus, dass Oma nämlich auch ihren kleinen ähm, Mini-Blitz an, äh, an ihrem Taschenfotoapparat eingeschaltet hatte. Und eben dieser kleine Mini-Blitz sorgte dann immer dafür, dass die professionelle Blitzanlage mit ausgelöst hatte. Und ähm, deswegen hatte sie fantastische Fotos. Und weil die Blitze natürlich immer eine gewisse Zeit zum Nachladen brauchen, ist es dann halt oft so gewesen, dass sie eben nicht ausgelöst haben, wenn denn der eigentliche Fotograf sie auslösen wollte. Deswegen. Äh, auch hier äh, vorsichtig mit solchen ähm, ja, Behelfslösungen, weil diese optische Auslösung, das ist eigentlich nur was, um das mal eben auszuprobieren, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Draußen bei hellem Sonnenlicht funktioniert das Ganze sowieso nicht und äh, deswegen, also diese ganzen Funksysteme, das ist wirklich nicht mehr teuer und. Ähm, Besorgt euch sowas, ihr werdet wirklich froh sein, weil einfach die ganze Steuerung darüber auch funktioniert. Das heißt, ihr könnt also über eine solche Fernsteuerung wie die hier von Kaktus im, im rechten Bild, darüber könnt ihr dann auch die, die Blitzintensität drauf runterregeln. Und das ist zum Beispiel auch sehr, sehr ähm, bequem, wenn eben dieser Blitz in einer Softbox drin steckt, wo man vielleicht nicht unbedingt drankommt. Und kann man halt dann, ohne die Softbox jedes Mal auf und zu machen zu müssen, den Blitz darüber halt auch regeln. Also eine super Sache. Ähm, so, jetzt äh, weiter hier. Es gibt zwei Arten von Licht und ähm, das sind einmal hartes Licht und weiches Licht. Und äh, warum Licht hart oder weich wird, das liegt einfach nur daran, wie groß die Lichtquelle im Verhältnis zum beleuchteten Objekt ist. Wir haben hartes Licht, wenn die Lichtquelle im Verhältnis zum beleuchteten Objekt wesentlich kleiner ist und wir haben weiches Licht, wenn die Lichtquelle im Verhältnis zum beleuchteten Objekt wesentlich... Größer ist. So, wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier mal eine 3D-Grafik gemacht. Ähm, ihr seht hier vorne einen kleinen Systemblitz. Äh, kann man den überhaupt sehen? Ich mal. Ja, ich kann hier sogar reinzoomen. Ihr seht hier einen Systemblitz und äh, der beleuchtet eben diese Kugel da. Und ähm, ja, wir sehen natürlich hier einen sehr harten Schattenübergang auch. Ne? Also der Übergang zwischen Licht und Schatten ist in diesem Fall sehr hart und deswegen sprechen wir von hartem Licht. Wenn wir jetzt eine wesentlich größere Lichtquelle nehmen, so wie hier, dann ist eben dieser Übergang von, von Schatten zu, zu Licht, äh, zu, von, von Licht zu Schatten, ist halt wesentlich weicher. Und äh, je nachdem, wie groß die Lichtquelle ist, haben wir dann eventuell sogar überhaupt keine Schatten. Ein gutes Beispiel dafür, na, Moment, so gutes Beispiel dafür ist unser guter alter Himmel mit seinen Wolken. Wenn wir einen wolkenlosen Himmel haben, so wie links. Dann haben wir oft messerscharfe Schatten. Die Sonne ist zwar riesengroß, aber weil sie so weit weg ist, ist es eine verhältnismäßig winzige Lichtquelle. Und ähm, deswegen sind halt die Schatten dann auch so hart. Wohingegen bei einem komplett bedeckten Himmel, so wie wir das auf der anderen Seite haben, äh, die Schatten super, super weich sind. Oder es gibt sogar Tage, an denen der, der Himmel hoppla, vollständig bedeckt ist. Da haben wir dann überhaupt keine... Äh, Schatten, weil eben das Licht dann quasi von, von überall herkommt, also quasi aus, aus jeder Richtung, mehr oder weniger, und auch um ein Objekt herumscheinen kann, so wie wir das hier bei der Kugel gesehen haben. Weil eben die, die Lichtfläche so groß ist, dass man eben die Möglichkeit hat, auch ich, genau jetzt könnt ihr hier den Pointer sehen, dass, dass das Licht in diesem Fall eben vom Rand dieses äh, Riesenreflektors eben auch quasi so bis hier vorne hinkommt. Man spricht von einem sogenannten Light Wrapping, also das Licht, das wickelt sich quasi um dieses Objekt herum und äh, dadurch haben wir dann halt wirklich dieses, diese, diese extrem weichen Übergänge hier von Licht zu Schatten. Hier nochmal ein Beispiel, was hartes Licht alles verursachen kann und hier auch ganz schockierend, wenn das Licht besonders hart ist, dann kann es sogar sein, dass Knöpfe auf Hemden aufspringen. Also da müsst ihr dann auch wirklich aufpassen, weil eben äh, sowas, gut, bei einem, bei einem Mann ist das jetzt nicht so schlimm, ne? aber gut, ja. Ähm, dann äh, würde ich jetzt gerne, bevor ich zu diesem Punkt hier vorne komme, noch einmal kurz in die Kommentare schauen, weil da war nämlich auch einiges los. Vielleicht sagen jetzt alle: Hör auf mit dem Thema, interessiert keine Sau. Ähm, gucken wir doch mal. Also genau, Highspeed Sync hat der Jakob mir aus der Patsche geholfen. Ähm, Grüße von Egon, er kommt aus der SLR-Zeit und stellt gerade komplett ins Digi-Zeitalter ein und hat nach zwei Jahren Überlegung eine Ausstattung zugelegt. Das Thema Blitz ist hochinteressant, ja und super, wenn man das von Anfang an gleich lernt, weil äh, ich habe oh, hab so viele tolle Fotomöglichkeiten vergeudet, ähm, weil ich es halt nicht drauf hatte. Der Jörg schreibt, ich habe TTL auch schon indirekt in einer Softbox verwendet, ähm, als es mal schnell gehen musste und die Belichtung war okay, eben, die Belichtung ist okay, aber du hast sehr, sehr wenig ähm, Möglichkeiten, in diese Belichtung einzugreifen. Und ein ganz wichtiger Punkt, warum TTL nicht funktioniert, ist ähm, eben der, dass wenn ihr mit der Focus Recompose Technik arbeitet, das heißt, wenn ihr mit dem mittleren Fokuspunkt fokussiert, und eben nicht mit einem Joystick oder mit dem Finger ähm, die Fokusbox jedes Mal dahin setzt, wo ihr sie im, ähm, im Frame gerne hättet. Ich, ich arbeite zum Beispiel auch so. Ich nehme nur den mittleren Fokuspunkt, gehe damit aufs Auge, mache mit halb durchgedrücktem äh, Auslöser ein Reframing und feuer dann ab. Das Problem beim TTL ist, dass der Messpunkt für den TTL-Blitz, der ist gekoppelt an den Fokuspunkt. Und wenn ich jetzt auf eine Person fokussiere, auf ihr Gesicht fokussiere, dann lege ich dadurch, dass ich den Fokus festlege, durch, durch das Halbdurchdrücken eben, eben des Auslösers, lege ich dann auch eben den Messpunkt für den Blitz fest. Was passiert aber, wenn ich dann mit halbdurchgedrücktem ähm, Auslöser eben meinen, meinen Frame wieder verändere? Ich habe dann plötzlich die Fokusbox irgendwo im Raum hinter der Person. Und das ist nämlich genau das Problem. Wenn ich jetzt auslöse, dann kommt der TTL-Messblitz und es wird gemessen, wie viel Licht kommt von da hinten wieder zurück durchs Objektiv und nicht etwa vom Gesicht der Person, die ich fotografieren will. Und je nachdem, wie, äh, wie hell oder wie dunkel es da hinten äh, hinter der Person ist, wird die Person dann gnadenlos überbelichtet. Und das ist auch mit ein Grund, warum häufig so... Ähm, Schnappschüsse aus, aus Clubs und so, warum da die, die Personen so gnadenlos überbelichtet sind, weil man eben genau das gemacht hat. Und ähm, schon allein deswegen ist TTL überhaupt nicht zu gebrauchen, weil eben wirklich äh, es jedes Mal auch ein Glücksspiel ist, wie die... Belichtung wird, wenn ich manuell blitze auf einer Hochzeit, wenn der erste Tanz ist, eine verdammt heikle Situation, da muss einfach jedes Foto sitzen. Und wenn ich da mit TTL blitze, dann laufe ich wirklich Gefahr, dass ich Belichtungen habe von hier bis da, quer durch den ganzen Raum und äh, dann später in der Nachbearbeitung eine ungeheure Arbeit habe, die so ein bisschen aneinander anzugleichen, weil äh, das, das nimmt ja dann auch Einfluss auf, wie weiß ist das Brautkleid oder welches weiß hat das Brautkleid, weil... Äh, der Weißabgleich, wenn ich schlimmstenfalls auch noch automatischen Weißabgleich gewählt habe, geht das auch nochmal querbeet. Dann die, die Hauttöne und so weiter und so fort. Mit manuellem Blitz habe ich immer das gleiche Ergebnis, solange die Entfernung zwischen meinem Blitz und dem tanzenden Brautpaar in diesem Fall sich nicht ändert. So, da muss ich dann auch nicht auf mein Display gucken, ist das Bild was geworden oder nicht, sondern ich kann einfach wirklich drauf loshauen und habe nachher meine 20. 25, 30 Fotos von diesem ersten Tanz, wo ich weiß, dass sie zumindest von der Belichtung her alle super sein werden. Und das ist eben auch was, was man nur mit manuellem Blitz hat. Und wenn man einmal gelernt hat, manuell zu blitzen, dann merkt man plötzlich auch, wie viel schneller das geht, wenn man, wenn man manuell blitzt, weil man eben nicht dauernd irgendwie nachregeln muss. Es hat also wirklich, wirklich nur Vorteile, manuell zu blitzen. Es gibt ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ja, Gesetz und das ist auch das Langweiligste, was man an dieser ganzen Lichtgeschichte äh, lernen muss. Ich sage lernen muss, weil man sollte es zumindest verstehen, damit man eben Fehler vermeiden kann. Und zwar ist das das sogenannte Abstandsgesetz. Äh, ich habe jetzt hier drei verschiedene Def Definitionen dafür. Ähm, ich verstehe weder die erste noch die zweite. Ähm, ich bin in Naturwissenschaften immer extrem schlecht gewesen. Und äh, ich verstehe aber die dritte, nämlich, dass das Licht nicht linear, sondern quadratisch mit dem Abstand abfällt. Und das bedeutet eigentlich ganz einfach gesagt nur, dass das Licht unmittelbar am Anfang sehr stark ist und dann aber ziemlich schnell, ganz rapide anfängt abzufallen. Dafür gibt es eine Grafik. Und zwar seht ihr das hier. Äh, nein, jetzt seht ihr das hier. Und zwar seht ihr hier, dass äh, ein Meter vor dieser Blitzanlage. Und das sind jetzt hier nur Beispieldaten. Also, ein Meter, das kann bei einer anderen Blitzanlage ein halber Meter sein oder so. Aber jetzt hier für dieses Bild: ein Meter vor der Blitzanlage haben wir die volle Lichtstärke. Wenn wir diesen Abstand verdoppeln, also auf zwei Meter, dann haben wir aber nur noch ein Viertel. Wir haben also nicht die Hälfte der Blitzstärke, wir haben nur noch ein Viertel. Und dann haben wir nur noch ein Neuntel, ein Sechzehntel und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man. Wenn man diese Regel berücksichtigt, dann hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, in solchen Situationen hier ähm, perfekt gegen das Problem anzukämpfen. Denn hier seht ihr ein Foto von zwei Personen. Das ist eine Situation, wie sie auf Hochzeiten häufig vorkommt. Ich habe im Vordergrund jemanden stehen und dann kommt noch jemand im Hintergrund, den ich gerne auch mit drauf hätte. Und äh, ja, äh, wenn. Wenn ich jetzt den Blitz für den Vordergrund einstelle, dann ist dieser in diesem Fall sogar überbelichtet, aber im Hintergrund die Person ist, ist völlig, völlig unterbelichtet. Ich habe also eine sehr, sehr ungleichmäßige ähm, Belichtung von diesen beiden Personen. Und ähm, hier steht ja unten, die Entfernung zur Lichtquelle war ein Meter. Und wenn ich so ein Problem habe, dann reicht es eigentlich, wenn ich nur den Abstand zur Lichtquelle verändere. Damit nämlich beide Personen jetzt plötzlich in einem Bereich sind, wo der Lichtabfall nicht mehr so drastisch ist wie, unmittelbar, wie in unmittelbarer Nähe vor dem Blitz, sondern etwas weiter weg. Und ich habe jetzt hier quasi beide Personen ähm, in einem gleichmäßigen Lichtbereich stehen. Ich zeige nochmal das erste Bild. So wäre das mit einer normalen Einstellung. Und äh, dadurch, dass ich den Abstand vergrößere, habe ich dann jetzt hier die Möglichkeit, wirklich beide Personen gleichmäßig auszuleuchten. Und ähm, ja, jetzt habt ihr schon ein paar Mal ähm, diese Figuren gesehen. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Aber vorher noch diese Grafik hier, die quasi das hier noch einmal grafisch darstellt. Ich habe also hier das Problem, dass ich ähm, drei Personen habe, die ich fotografieren möchte. Und ähm, diese Angaben hier oben, das sind nicht die äh, Objektivblenden, sondern das sind einfach nur Belichtungsstufen. Und ihr seht hier auf diesem Bild, dass quasi jede dieser Personen in ihrer eigenen Belichtungsstufe steht. Das heißt, ich habe also immer einen Stop Lichtabfall von der ersten zur zweiten, von der zweiten zur dritten Person. So. Und einfach nur dadurch, dass ich die Personen weiter wegstelle vom Licht, habe ich sie jetzt hier in einem Bereich stehen, wo alle drei Personen innerhalb von einem Stop stehen und deswegen habe ich dann hier eine gleichmäßige Belichtung. Das ist der Trick bei der Sache. Und dieses, ähm, dieses Abstandsgesetz zu verstehen, das ermöglicht euch zum Beispiel auch, ein Fotoshooting zu machen, wo ihr Hintergrund, angenommen das wäre jetzt hier der Hintergrund und Vordergrund mit nur einem Blitz gleichmäßig belichten könnt. Ihr müsst den einfach nur weit genug wegstellen. Die einzige Voraussetzung, die dieser Blitz dabei erfüllen muss, ist eben, dass er genug Power hat. Denn er muss auch auf diese Entfernung hier noch genug Licht bieten, damit man eben eine vernünftige Belichtung dieser Person machen kann aber eben ähm, sonst äh, steht sie euch völlig frei äh, auch nur mit einem einzigen Blitz mehrere Personen äh, zu, zu fotografieren, solange ihr die so positioniert und den Blitz so einstellt, dass diese Personen eben nicht in dem Bereich stehen, wo der Blitz am stärksten an Energie verliert, nämlich ziemlich weit vorne. Ihr seht auch hier, dass man je weiter man sich von der Lichtquelle entfernt befindet, desto gleichmäßiger ist dann auch der Lichtabfall. Das heißt, selbst wenn es mir nicht gelingen würde, wirklich beide Personen ähm, jetzt perfekt äh, gleichmäßig zu belichten, wäre dann doch dieser Unterschied der Belichtung dieser beiden Personen längst nicht mehr so groß wie eben ähm, hier in dem ersten Bild. So, ich schaue noch mal kurz in die Kommentare und ähm, was haben wir denn hier? Die Anmerkung, etwas billiger einzusteigen, finde ich gefährlich. Dafür ist das Thema viel zu spannend. Also vorher genau überlegen, ja, billig. Äh, gut, billig ist in der Tat das schlechte Wort, mit etwas Günstigem einzusteigen. Genau, danke für den Hinweis. Äh, billig ist eigentlich nie gut. Wenn, wenn man billig kauft, kauft man immer zweimal. Aber es gibt wirklich Sachen, die sind extrem günstig. Goloks zum Beispiel. Es gibt auch von Yongnuo. Gibt es so daumengroße Sender und Empfänger für, für Blitze. Die macht man einfach unter den Blitz. Und dann hat man schon sein Funksystem und das gibt es irgendwie für 50, 60 Euro oder so. Also die Sachen sind wirklich nicht teuer. Ähm, Godox Pro, schneller Kanalwechsel auf 2,4 Gigahertz, 100 Meter Abstand maximal möglich. Gut, also dieser Abstand, ähm, dieser hohe Abstand, der angegeben wird bei so Blitzsystemen, der man wird nicht wirklich... Auf 100 Meter irgendwo blitzen, aber das ist dann günstig, wenn man in geschlossenen Räumen fotografiert. Und äh, je stärker da die Sendeanlage von, diesem, von dieser Blitzanlage ist, desto weniger Aussetzer hat man dann, wenn Wände dazwischen sind oder so. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, Jakob schreibt oder anders gesagt: Bei der doppelten Entfernung braucht man eine vierfache Lichtleistung. Ja, da sieht man wieder, wenn in der Schule aufgepasst hat. Äh, ja, so kann man das auch sagen. Also. Ähm, jetzt äh, kurz zu diesen äh, Figürchen hier, die ihr, die ihr hier schon ein paar Mal gesehen habt. Ähm, es hat natürlich seinen äh, Grund, warum ich hier nicht mit, sage ich mal, echten Personen arbeite bei solchen Bildern, ähm, weil ich nämlich euch eine Software vorstellen möchte und äh, damit wäre man dann im Bereich nichts Gutes. Oh. So, da haben wir das Programm dann auch schon. Äh, es handelt sich dabei um die Software SetAlight und ich kriege kein Geld dafür, dass ich euch das jetzt hier so vorstelle, <laughs> sondern ähm, ich bin selber wirklich sehr begeistert davon und ähm, ihr werdet das sehr wahrscheinlich auch sein. Und zwar ist das ein Programm, mit dem man eben äh, in einem virtuellen Studio quasi arbeiten kann. Und ähm, ihr habt hier eine Kamera, die wird rot dargestellt, damit man sie in jeder Situation gut sehen kann. Und ihr habt eben die Möglichkeit, in diesem Studio äh, verschiedene Lampen zu positionieren. Ihr könnt auch verschiedene, zwischen verschiedenen Models aussuchen. Da haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, das äh, zu tun. Moment, hier unten sind sie. Ihr habt, ihr habt also verschiedene Models, die ihr hier positionieren könnt. Ihr könnt diese Models auch posen lassen. Es gibt so ein paar voreingestellte äh, Posen, mit, mit denen äh, sich sich da arbeiten lässt. Ähm, man kann zum Beispiel hier stehende Posen nehmen. so Und dann kann man jetzt hier mit diesem Posing-Slider entlang gehen. Und äh, auf der rechten Seite oben, da seht ihr immer eine Vorschau des Fotos, wie es aussehen würde, wenn ihr dieses Foto mit den aktuellen Einstellungen gerade machen würden, äh, würdet. Und die Kameraeinstellungen, die könnt ihr nämlich hier oben rechts... Äh, vornehmen. Ihr könnt hier sogar angeben, wie groß der Sensor sein soll, mit dem ihr arbeitet. Ihr könnt hier also quasi eure eigene Kamera simulieren. Ihr könnt sagen Full Frame, äh, das Bildformat 3 zu 2. Dann gibt es hier oben die Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen. Ihr könnt äh, das Objektiv auswählen. Also hier gibt es eine Auswahl zwischen gängigen Festbrennweiten und äh, Zoom-Objektiven. Dann könnt ihr natürlich die Belichtungszeit auch noch definieren. Und ihr könnt auch den ISO-Wert einstellen. Und ihr könnt den Fokuspunkt, den könnt ihr auch noch mit der Maus, könnt ihr den Fokuspunkt hier so zurechtziehen. Und habt dann halt wirklich die Möglichkeit, einmal zu simulieren. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich diesen Blitz hier dunkler mache? Oder wenn ich den heller mache? Oder was passiert, wenn ich hier einfach mal eine andere Softbox drauf mache? Ihr habt dann ja nämlich auch eine Auswahl aus ganz vielen verschiedenen. Softboxen, jetzt haben wir hier mal sowas hier. Das ist, weil es, weil es keinen Diffuser hat, ist das jetzt natürlich extrem grell. Kann man dann wieder runterfahren. Und eben, jetzt sehen wir hier, wie das Ergebnis hier aussieht. Ich kann natürlich aber auch die Kamera weiter wegnehmen. Ich kann die Kamera auch noch ausrichten. So, also ich habe hier quasi mein virtuelles Fotostudio, in dem ich äh, verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ich kann mir auch überlegen, ähm, welchen Blitz oder wel welche, welche Softbox sollte ich mir jetzt vielleicht kaufen, ähm, um halt in, in entsprechende Ergebnisse damit zu kriegen. Man kann dann auch solche Fotos hier einmal eben festhalten. Drückt man einmal hier drauf, dann wird das Ganze gerendert. Und ähm, ihr könnt dann halt eben ja, dieses Foto dann so auch speichern. Ihr könnt aber dann auch... Äh, hier drauf klicken und euch das so ausdrucken, das ist dann quasi ein, ein, ein Bauplan von dem Setup, mit dem ihr gerade dieses Foto da gemacht habt. Da wird genau dargestellt, wo alles steht. Ihr könnt dann hier oben auch mit einem Lineal noch die Entfernungen genau messen. Und auch euch einblenden lassen. Hier steht dann nochmal genau, welche Softbox verwendet wurde, wie der Blitz eingestellt war, ganz genau, was für ein Blitz das war, ob es einen Innen- und Außendiffuser gehabt hat oder wie auch immer. Ihr habt ja so wirklich sämtliche Informationen. Hier nochmal ein Bild von dem gesamten Aufbau und da oben eben eine Vorschau von diesem Foto, das mit dieser Situation so eben ähm, ge hätte gemacht werden können. Das ist eine super Sache, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo. Äh, Mitarbeiterfotos macht und die müssen dann alle wirklich ein und denselben Look haben, dann kann man das einmal so einstellen, dann am Set, also vor Ort, dann einmal so aufbauen und weiß dann auch jedes Mal, wie man alles einstellen muss, damit es da eben keine. Ähm unterschiedlichen bilder gibt wenn man wochen später vielleicht noch mal hingerufen wird man kann sogar den hintergrund noch bestimmen welche farbe der haben soll auch bei den farbgebungen hier ist es interessanterweise so gehalten dass ihr hier die äh, mehr oder weniger die exakten bezeichnungen der hintergrundpapiere des herstellers savage sehen könnt also es gibt einen hintergrundpapierhersteller savage heißt der und ähm, hier seht ihr mehr oder weniger die exakten bezeichnungen dieser dieser Farben, die diese verschiedenen Papiere dann noch haben. Und äh, anhand dessen könnt ihr dann halt auch überlegen, was ihr euch vielleicht kaufen wollt. Ihr habt die Möglichkeit, den Hintergrund breiter, äh, weniger breit zu machen und so weiter. Also dieses einfache Setup hier ist schon eine Riesenhilfe, wenn es darum geht, einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, was man denn da so machen möchte. Es geht aber noch viel... Weiter. Also, ich kann ähm, zum Beispiel diese Personen auch äh, frei posen. Ich kann auch die, die Kleidung ändern auf Knopfdruck. Äh, ja, man kann sie auch komplett ausziehen. <laughs> Und ähm, ich habe halt hier auch die Möglichkeit, noch die Kleidung farblich äh, einzustellen, dass ich, dass ich jetzt irgendwie die, die Farbe des, des Oberteils oder was auch immer ändern möchte. Also, ihr habt hier wirklich super viele Möglichkeiten, einfach damit rumzuspielen. Und ähm, wer es richtig wissen will, Haarfarbe, Haarstil lässt sich auch verändern. Und wer es richtig wissen will, der kann dann hier oben auf Community klicken. Und ähm, ich verwerfe das mal. Und hier lassen sich dann unzählige Setups runterladen, wo sich andere schon eine tierische Mühe gemacht haben, etwas aufzubauen. Äh, zum Beispiel hier sowas, äh, wo äh, mit, mit Requisiten, die in der Software auch verfügbar sind, äh, regelrecht ein Zimmer nachgebaut wurde. Ähm, wo, wo man dann tatsächlich äh, die Möglichkeit hat, auch solche Geschichten einmal durchzuprobieren, auch mit verschiedenen Softboxen, mit verschiedenen Blitzen. Und der Lerneffekt dabei, der ist immens groß. Das ist wirklich unglaublich, wie gut man hiermit lernen kann. Und ähm, ich würde euch diese Software wirklich absolut empfehlen, weil äh, da, da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Ich habe da auch die, die Abbildungen für, für meine ähm, Präsentation, habe ich halt auch damit gemacht. und ähm, ja, es, es gibt einfach unheimlich viele Möglichkeiten, die man damit äh, machen kann. Und ich hatte ja ein Teaser-Bild veröffentlicht. Und ähm, das war auch aus eben diesem Setup hier. Hier seht ihr das nochmal. Ich weiß nicht, ob die Dame genauso ausgesehen hat. Aber eben... Ähm, man, man sieht ja auch, wie, wie Leder zum Beispiel spiegelt und so weiter. Also man, man hat ja auch die Möglichkeit, mit äh, Hüten zu experimentieren, dass man mal sieht, was, was Hüte machen oder dass man mit äh, Sonnenbrillen mal, mal experimentiert, mal sieht, was macht eine Softbox, wie, wie, wie muss ich das anstellen, dass sich eine Softbox nicht hundertprozentig darin spiegelt. Ich kann sogar Schwangerschaftsfotos damit äh, ausprobieren, testen. Wie, wie ich sowas am besten machen kann. Ich kann Boudoir-Fotografie hiermit machen. Also die, die Möglichkeiten hiermit sind wirklich enorm. Und äh, ja, es ist ein ganz, ganz tolles Tool zum Lernen. Es gibt diese Software in zwei, ähm, in, in zwei äh, Versionen. Ich schaue jetzt mal, dass ich euch das mal zeigen kann. Moment. Es gibt eine Basic-Version und äh, die reicht vollkommen. Und es gibt eine... Wo ist es hier? Okay, schauen wir nochmal drauf. Ähm, es, es, es gibt eine Basic-Version, es gibt übrigens auch eine kostenlose Testversion, die man runterladen kann. Und ähm, diese, diese Basic-Version, die, die hat eigentlich alles, was man, was man, was man braucht. Also gerade um, um jetzt mal den, den Einstieg zu finden mit, mit Systemblitzen zum Beispiel, kann man hier mit super arbeiten. Und ich finde, 66 Euro äh, ist ein super Preis für sowas. Und äh, man kann immer noch jederzeit upgraden, wenn man der Meinung ist, man braucht jetzt die zusätzlichen Tools, die man äh, in der, in der, ähm, der Studio-Version hat. Dann, dann kann man da gerne auch noch äh, jederzeit später upgraden. Aber das ist wirklich ein Tool, äh, von dem ich sagen würde, hätte es das früher mal gegeben, äh, äh, wäre heute auch nicht besser. Ähm, ja, ich schaue jetzt noch mal in die Kommentare, ob es inzwischen Fragen, Buchrufe oder sonst was gegeben hat. Ähm, nein, ihr seid alle ganz still und am Zuschauen. Und es sind tatsächlich auch noch Leute am Zuschauen. Okay, gut. Ja, dann äh, freue ich mich doch, dass das wirklich auf Interesse gestoßen ist und dass ich euch hiermit äh, ein bisschen locken konnte. Also, weiter geht's in der Peresi. Und ähm, das ist etwas, was bestimmt jeder von euch schon gesehen hat, wenn er mit Blitz fotografiert hat. Man, man fotografiert, fotografiert, fotografiert und plötzlich, zack, hat man so einen schwarzen Balken im Bild. Und ähm, je höher man die Verschlusszeit einstellt, desto schlimmer wird dann dieser Balken, desto größer wird dann dieser Balken. Und das liegt ganz einfach daran, dass eben der Verschluss einfach dem... Mit dem Blitz nicht synchronisiert. Der Blitz ist ja meist eine, eine also verschließt ja meist mit einer Verschlusszeit von einer Zehntausendstel ungefähr. Und ähm, man muss also in diesem ähm, Blitzvorgang, dazu komme ich gleich, man muss in diesem Blitzvorgang dafür sorgen, dass in dem Moment, wo der Blitz auslöst, der gesamte Sensor freiliegt. Und es ist aber so, dass wenn ich eine kürzere Verschlusszeit einstelle, wird der Abstand zwischen den beiden Verschlusslamellen wird immer kleiner. Und äh, irgendwann ist dann der Abstand so schmal, dass es nur noch ein Schlitz ist. Und dieser Schlitz, der saust dann am Sensor vorbei. Und ähm, mit einer normalen Tageslichtbelichtung, mit einer Dauerlichtbelichtung funktioniert sowas, aber mit einem Blitz eben nicht, weil der Blitz eben in einem bestimmten Moment nur Licht gibt. Und in diesem Moment muss dann eben auch der gesamte Sensor freiliegen. Das haben wir nur in diesem Fall hier. Und ähm, eine solche Belichtung mit einer langen Verschlusszeit, eine Blitzbelichtung mit einer langen Verschlusszeit, funktioniert dann so, dass der Blitz hier unten seht ihr, off, off, on, off, off, das heißt, der Blitz ist aus, Blitz ist aus, Verschluss öffnet sich. In dem Moment, wo der Verschluss komplett geöffnet ist, der Sensor komplett frei liegt, löst dann auch der Blitz aus. Und äh, wenn der Verschluss sich dann wieder schließt, dann äh, geht dann auch der Blitz entsprechend aus. Das ist eine normale Blitzbelichtung. Wenn wir hingegen eine zu kurze Verschlusszeit wählen, und dann eben sowas hier bekommen, dann haben wir eben das Problem, dass äh, der Verschluss öffnet, ist aber nur ganz schmal, und in dem Moment, wo der Blitz auslöst, nämlich hier, ist dann eben nur ein Teil des Bildes eben freigelegt, und deswegen haben wir dann halt eben diesen ähm, Balken da drin. Es gibt Kameras, die haben einen äh, Zentralverschluss, das hier ist ein ganz altes Modell, Na, da kann man es sehen. Und äh, hier vorne ist halt ein herkömmlicher Verschluss und dieser Zentralverschluss, der hat eben die Besonderheit, dass der ähm, von der Mitte nach außen hin aufgeht. Und da haben wir halt die Möglichkeit, ähm, auf, aufgrund dieser technischen Begebenheit mit höheren Verschlusszeiten zu blitzen. Wir kriegen dann halt irgendwann nur eine Vignettierung um, um, den, um den Randbereich herum. Die Fujifilm X100er-Serie, die kann das zum Beispiel, die hat exakt so einen Zentralverschluss. Und äh, viele Mittelformatkameras haben auch einen Zentralverschluss, nur liegt dieser Zentralverschluss in dem Fall dann in der Kamera äh, im im Gehäuse Quatsch nicht in der Kamera sondern auch nicht im Gehäuse im Objektiv Nick im Objektiv liegt er so geht doch also und äh, die meisten herkömmlichen Kameras mit denen wir aber arbeiten äh, die haben eben einen solchen Verschluss und bei einem solchen Verschluss ist es dann halt wichtig dass man eben entweder eine ausreichend lange Verschlusszeit wählt so wie hier oben in dem Beispiel oder aber dass man einen Blitz hat der die sogenannte HSS High-Speed Synchronization-Funktion beherrscht. Und diese, diese High-Speed Synchronization ist eigentlich nichts anderes, als dass sie aus einem normalen Blitz, der ja gewöhnlich nur einmal auslöst, ein kleines Dauerlicht macht, das äh, innerhalb von einer sehr kurzen Periode ganz, ganz, ganz oft auslöst. Und dann haben wir eben quasi ein Dauerlicht. Und eben mit diesem quasi Dauerlicht haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel solche Fotos hier zu machen, wo wir dann nämlich dadurch, dass wir die Verschlusszeit erhöhen, dafür sorgen, dass nur wenig Umgebungslicht reinkommt. Das heißt, wir können einen schönen dramatischen Himmel machen und ähm, dann aber auch mit einer hohen Verschlusszeit arbeiten. Hier sehen wir zum Beispiel auch, dass es mit einer 8000. gemacht wurde. Und ähm, ja, das, das Ganze funktioniert halt weil wir durch die high speed synchronization die Möglichkeit haben, eben über den gesamten Zeitraum, den der Verschluss am Sensor vorbei, in dem der, der Schlitz des Verschlusses am Sensor vorbeisaust, ein quasi Blitzlicht haben, das eigentlich nur aus ganz vielen kleinen Einzelblitzen besteht. Und dadurch haben wir dann halt die Möglichkeit, auch hier mit hohen Verschlusszeiten zu arbeiten und ähm, dann eben auch solche Fotos hier. Hinzukriegen. wichtig dabei ist eben, dass der Blitz das kann und dass die Kamera entsprechend mit dem Blitz äh, kommunizieren kann. Und das zum Beispiel geht mit den aktuellen Godox-Geschichten geht das sehr gut. Das geht auch sogar mit den Kaktus-Sachen hier, mit denen ich immer noch arbeite. Und ähm, achtet einfach drauf, wenn ihr euch eine Blitzanlage kauft, dass sie HSS-fähig ist. Sie braucht kein TTL, aber sie sollte HSS können, denn wenn ihr HSS habt, dann könnt ihr eben genau solche Bilder hier damit machen. Und ähm, ja, äh, für mich ist es auch wieder etwas, was äh, äh, eine unheimliche Bereicherung im kreativen Bereich auch ist, weil ich dann halt die Möglichkeit habe, nicht nur den Vordergrund entsprechend äh, von der Belichtung her zu steuern, sondern eben auch den Hintergrund, weil bei jedem... Blitzlicht, das ich mache, ähm, bestimmt die Verschlusszeit, wie viel Umgebungslicht mit aufs Foto kommt. Also ich stelle den Blitz ein in einer bestimmten Helligkeit, diese Helligkeit bestimmt, wie hell der Vordergrund ist und die Verschlusszeit meiner Kamera, die stelle ich eben so ein, dass ich sagen kann, ähm, ich möchte mehr oder ich möchte weniger vom Hintergrundlicht haben. Es gibt dazu auch noch ein äh, Foto, was äh, auch, auch wieder so eine. Ähm, 3D-Grafik, die ich angefertigt habe. Hier seht ihr das nämlich, das ist jetzt ähm, HSS äh, mit einer Verschlusszeit. Äh, nein, falsch. Das ist genau, das ist eine Verschlusszeit von einer 2500stel mit Dauerlicht wohlgemerkt. Und ihr seht, bei einer 2500stel kommt hinten ähm, nicht mehr viel an. Nein, das ist mit Blitz. So, vorne steht ein Blitz und hinten haben wir halt ein leichtes Dauerlicht. Dieses Dauerlicht, das sehen wir erst, wenn wir die Verschlusszeit auf zwei Sekunden setzen. Hier vorne ist eine Dauerlichtlampe, die reinstrahlt, auf der anderen Seite auch. Aber die sehen wir, also deren Licht sehen wir erst, wenn wir die Verschlusszeit der Kamera auf ein Niveau setzen, dass eben dieses, dieses Hintergrundlicht überhaupt erst auf den Sensor kommt. Wenn wir einfach nur mit, mit dem Blitz... Im HSS-Bereich arbeiten, dann sieht man vom Hintergrund nichts, weil wir eben eine Verschlusszeit von einer 2500. Zell gewählt haben. Und äh, das ist eben ein, ein tolles, äh, kreatives Element, mit dem man da arbeiten kann. Eine Sache möchte ich euch noch kurz erklären. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, auf den ersten oder auf den zweiten Verschlussvorhang zu äh, verschließen. Und ähm, ja, hier ist es halt dann so, dass ich beim äh, ersten Vorhang findet die Blitzbelichtung gleich zu Beginn der Aufnahme statt. Das heißt, erst löst der Blitz aus und dann für den Rest der Belichtungszeit hat dann noch das, das Umgebungslicht Zeit, mit auf den Sensor zu kommen. Also diese Strecke hier angenommen. Die, wir haben ja eine Belichtungszeit von einer Sekunde, sagen wir jetzt mal so. Die, und die Kugel braucht eine Sekunde, um von hier bis da vorne zu rollen. Dann löst der Blitz in diesem Fall auf den ersten Vorhang aus. Das heißt, er löst sofort zu Beginn der Belichtungszeit aus. Und dann liegt der Sensor aber noch eine Sekunde lang frei und das Umgebungslicht hat Zeit, sich auch mit auf dem Bild zu verewigen. Wenn wir den Blitz erst auf den zweiten, also auf den schließenden Vorhang quasi auslösen ähm, lassen, dann haben wir folgende Situation. Dann liegt der Sensor erstmal offen, Umgebungslicht kommt auf die Aufnahme und dann am Ende unserer Aufnahme löst der Blitz aus und friert eben diese Kugel dann quasi so ein. Eben. Das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, was äh, so dieser erste Vorhang und zweiter Verschlussvorhang angeht. So, ähm, ja, jetzt hat Gil noch gefragt, was mit dem elektronischen Verschluss ist. Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Mit elektronischem Verschluss kann man nicht blitzen. Funktioniert nicht. Keine Kamera, keine, keine Fuji oder sonst was Kamera wird dich den Blitz äh, nutzen lassen mit elektronischem Verschluss. Man muss mit mechanischem Verschluss arbeiten. Zum Abschluss habe ich dann noch ein paar goldene Regeln für euch. Ihr müsst euch das natürlich nicht aufschreiben. Ihr könnt das hier anschauen, so oft ihr wollt. Das bleibt ja online. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz äh, durchgehen. Ich sage immer, klein anfangen, so verbraucht der Blitz weniger Energie und lädt schneller nach. Das heißt, äh, sorgt dafür, dass er nicht immer auf voller Power ist. Ich mache das so, dass ich in jeder Blitzsituation erstmal mit einer 32. reingehe. Überhaupt äh, mache ich in den meisten Situationen das erste Foto immer ohne Blitz, weil ich erstmal den Hintergrund einstellen will. Ich möchte die Belichtung meiner Kamera so einstellen, dass mir der Hintergrund gefällt. Ich muss dann auch noch gar nicht die Person, die ich mit Blitz fotografieren will, vor mir stehen haben. Die kann dann noch sonst wo sein. Ich mache erstmal nur ein Foto ohne Blitz und stelle die Kamera so ein, dass der Hintergrund so aussieht, wie ich ihn gerne hätte. Dann hole ich mir die Person ins Bild, stelle sie dahin, stelle den Blitz auf 1.32, probiere mal aus, schaue mir das Bild an. Der Hintergrund, der wird ja immer gleich aussehen. Den haben wir ja schon eingestellt. Und für den Vordergrund, für die Person, müsste einfach nur den Blitz heller machen, wenn die Person zu dunkel ist. Oder dunkler machen, wenn die Person zu hell ist. Und das ist eigentlich schon das komplette Geheimnis. Und wenn ihr dann noch die Positionen von, von, von Blitz und Softbox ein bisschen variiert und schaut, dass die Schatten dann so fallen, wie ihr das gerne hättet, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Dann seid ihr vollwertig am Blitzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu dem Thema noch auf den Weg geben kann. Ich zeige euch hier nochmal meine Einstellung oder meine Tipps für die die Grundeinstellungen und ähm, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das in einer Stunde hier durchkloppen kann. Äh, es wird sicherlich Fragen von euch zu dem Thema geben, die beantworte ich sehr gerne. Äh, am besten wirklich in die Kommentare von diesem Video, also jetzt nicht in die Live-Kommentare, sondern später, wenn das dann online ist, könnt ihr mit ihr dann da... Äh, reinschreiben. Ich werde gern darauf eingehen und es wird demnächst auch, äh, wenn man endlich mal wieder mit, mit einem Team arbeiten kann, ähm, wird es dann auch mal ein dediziertes Blitzvideo geben. Aber das hier ist dann für euch jetzt erstmal so ähm, das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Jetzt, ähm, <laughs> jetzt äh, ja, das war es für heute. Kommenden Sonntag freue ich mich dann endlich einen Gast hier neben mir begrüßen zu dürfen. Und das zu einem Thema, das schon oft von euch angefragt wurde. Da geht es nämlich um das Fotografieren mit Altglas, also mit bewährten oder ausgefallenen Objektiven aus der analogen Zeit. Und das an modernen Digitalkameras. Er ist da nämlich in Crack drin, er hat auch schon eine Riesensammlung davon. Fabian heißt er. Und äh, er wird eben nächste Woche hier neben mir sitzen und euch äh, da auch gerne eure Fragen beantworten, weil ich da nämlich viel zu wenig von weiß, habe ich mit diesen äh, Kollegen von mir eben ins. Haus geholt. Nächsten Sonntag also das Thema Altglas. Dann zu zweit von mir hier. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail und äh, ja, sonst äh, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, man sieht sich.